Hallihallo, Hallöle und willkommen zurück hier zum Sky Factory 3 mit eurem Sharok. Und heute wende ich mich einmal an euch, damit ich euch daran erinnern kann, dass, ja, wenn euch das Video gefällt, lasst bitte einen Kommentar da, lasst mir auch einen Daumen hoch oder auch einen Daumen runter da. Wenn jemand Kritik hat, kann es auch sehr gerne unten in die Kommentare schreiben, aber wie gesagt, ich bin halt ein Freund davon. Der Ton macht die Musik, wie man in den Wald reinruft, so kommt's zurück. Und wer Lust darauf hat, kann lieb gern auch ein Abo dalassen, denn ein Abo tut nicht weh, ein Abo kostet nichts. Also, ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit dem folgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 3, wo ich ein klein wenig weitergemacht habe. Ich habe hier einen kleinen See gebaut, dank eines Birch Crew Cybolts. Ich habe mir gerade eben einen Bruchsteingenerator gebaut. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich demnächst Bruchstein bekommen, wa? Müsste ich doch. Tiny Progression. Denn dann kann man richtig anfangen zu farmen. Mit einem Bruchsteingenerator. Jetzt ist bloß die Frage, wo kriege ich den Bruchstein? Wie kriege ich den Bruchstein raus? So. Ich hatte weniger als 49 Bruchstein. Krieg den Bruchstein da nicht raus. Ja, stellen wir den erstmal hier in die Mitte irgendwo. Hier hin. So, da haben wir den ersten Stack. Ich habe mir eine Zermalmungskammer gebaut. Wo ich jetzt jedes Mal, wenn ich etwas machen möchte, reingehen kann. Mir Bruchstein zusammenklabustern. Das ist insoweit hilfreich, dass mir das Zeug nicht immer durch die Gegend fliegt. Nicht so weit. So, die zwei Holzhämmer, die werde ich jetzt noch verbraten. Und verwursten. Dann kommen die nächsten Steinhammer. Gott. So, hier können wir das ganze Zeug lagern. Wir können zumindest schon mal zwei Feuersteine Netze machen. Verdammt. So, da kommt jetzt noch eine Kiste drüber, denn ich will hier Natur und die Erze ein bisschen trennen. Du und du. So, genau. 29 Iron Ore Pieces. Kann man eigentlich auch gleich braten.
Ton kommt hier auch raus, kommt nach da oben. So, Flint. 1, 2. Oh, es regnet. Halber Stack. Okay. Ja gut. Ich habe jetzt eigentlich genug Zeug für ein Trichter. Das heißt, wir können das auch gerne so machen. Was heißt, wir können auch gerne. Wir werden es dann jetzt so machen. Dass ich hier wohl Cobblestone-Produktion hinstellen werde. Schwupp. So, die 7 Barren sind fertig. Dann machen wir uns jetzt einen Trichter. Genau. Und jetzt kann der schön in aller Seelenruhe produzieren. Ey, produzier mich nicht. So, und jetzt ist eben Farm angesagt. Ich werde jetzt mal ein bisschen das Farmen mit aufnehmen. Keine Ahnung, wie ich es später zusammenschneiden werde. Wahrscheinlich werde ich es so einfach an einem Stück lassen. Das Problem ist halt nur, dass ich, ich bin halt so erzogen worden, wenn ich nicht weiß, was ich sagen soll, wenn nur Unsinn rauskommen würde, dann würde ich halt die Klappe halten. Aber das ist in einem Let's Play kontraproduktiv. So. Stück. Wir haben noch Stöcke. Sehr schön. Machen wir uns einen Eisenhammer. Der dürfte ja noch mal ein bisschen länger leben wie ein Steinhammer. Und es wird wieder nach Feuerstein gefarmt. Sehr gut. Du. 4. Dann noch ein Feuerstein. Ja. Immer schön achten, dass der Hungerbalken voll ist. Na, komm. Was soll das? Ja, der nutzt sich echt sehr viel langsamer. Irgendwo auch logisch, dass der sich langsamer abnutzt. Brauchen noch
3 Netze, das heißt 4, 8, 12 Feuersteine werden wir brauchen. Und 15 Strings. So, bekomme ich eigentlich noch auf. Wir haben auch wieder schön viel Iron Ore. Jetzt wollte ich mal schauen, es regnet immer noch. Jetzt wollte ich, ach so, wir können hier wieder auffüllen, genau. So. Wird hier wieder Wasser produziert. Beziehungsweise, was wir mal machen können, ist, dass wir uns ein Compressed Hammer bauen. Warum 19? So, da haben wir den Compressed Hammer. Dann mal das Inventar leer räumen. Von Zeug, das wir momentan nicht brauchen. So. Es geht nämlich so wesentlich schneller. Ja, 5, 6, 7. So, 7 mal 7, 7 mal 9 ist 63, das heißt mit 63 kommen wir da relativ gut hin. Hier drüben habe ich angefangen, Heavy Sieves zu bauen oder hinzusetzen. Und da wir später auch noch Feuerstein brauchen, kann ich gerade noch ein paar farmen. So, wie weit sind wir hier? So wird ein Heavy Sieve gebaut. Man braucht einen Heavy Sieve Rahmen und dann ein ganz einfaches Mesh. Ups. Da sollte er eigentlich nicht hingehen. Ach, das hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Ich kann es auch so hämmern. Aber da muss ich mich mehr bewegen. Jede Bewegung verbraucht Essen. Deswegen lieber nach oben bauen, da kann ich nämlich auf der Stelle stehen bleiben und muss nicht so viel laufen. Ups. Ich will doch nur essen.
Geht doch. So, und jetzt können wir hier schön 7. Fange ich jetzt so langsam aber sicher an, Eisen zusammen zu kratzen. Beziehungsweise ich müsste eigentlich schon fast genug Eisen haben, ne? Gold, Alu, Nickel, Lead, Silver, Copper, Iron. 42 Iron Ore Pieces. 10. Das ist sehr gut. Neue Strings. Es geht hier erfreulich schnell, dass die Silkworms die Blätter in Fäden verwandeln. Das geht wirklich erfreulich schnell. So, dann kommen. Legen wir das Ganze wieder so aus. Dump. Sehr schön. So, wie gesagt, jetzt fahren wir ein bisschen Eisen, damit wir uns die Eisensiebe machen können. Dann haben wir schon die Grundvoraussetzung geschaffen, damit wir Diamanten und Smaragde sammeln können. Und mit dem Smaragd kann ich meine Spitzhacke zu einer Silktouch-Spitzhacke machen. Und mit einer Silktouch-Spitzhacke ist das Blättersammeln überhaupt kein Problem mehr. Oh, Lapislazuli. Den sollte ich lagern, den brauche ich nämlich für später. Environmental Tech, sage ich da nur. Copper Iron 13. Okay, der braucht noch ein bisschen. Beziehungsweise ich kann mal gucken, mit was ich die Ancient Spurs bekomme. Ich glaube, das war Sand. So, Sand. Da kommen Kaktus-Seeds raus. Kakao. Ach, da brauche ich ein Iron Mesh. Warte, dann können wir das anders machen. Okay, ich habe noch genug dabei. Die Heavy Thieves kommen dann hier hin. Dann habe ich wenigstens den Platz sinnvoll genutzt. So, ich brauche mein Krug. War noch ein? Ja. Ich hatte mir nämlich vorhin ein bisschen mehr davon gemacht, damit ich nicht ständig hin und her rennen muss. Klasse ausgerechnet. Jetzt kommt natürlich ein großer Baum. So, wir haben normale Kohle. Keine Holzkohle. Tun wir mal da rein.
2, 3, 4. 5 Stück noch. 5. Iron Mesh. Siebe ich jetzt am besten Kies. Damit wir hier an Diamanten rankommen. Ich werde zwar zwischendurch auch immer mal wieder ein bisschen Copper brauchen. Aber der Hauptteil, den man braucht. Moment. Oh, verschluckt. Der Hauptteil, den man braucht, den bekommt man neben aus Iron oder Diamond Mesh. Alter, habe ich mich jetzt verschluckt. Boah. Witzigerweise kann man mit so einem Compressed Hammer übrigens kein Compressed Stone schlagen. Dann wäre es aber auch zu einfach. Ich glaube, ich komme jetzt hier aus dem Iron Mesh auch wesentlich mehr Eisenerz raus. Oder Eisen, gebrochenes Eisen oder wie das heißt. Kann man schon mal wegtun. Lapis kann man wegtun. Kommst hier hin. Iron Ore. Ich warte eigentlich immer drauf, dass ich mindestens 8 von diesen Chunks bekomme. Denn ein Stück Kohle verbrennt 8 Stück davon. Das würde sich sonst nicht rechnen. Momentan noch nicht, wo wir noch so wenig Materialien haben. Und so geht das jetzt ein bisschen. Also ich werde noch ein bisschen farmen. Das heißt, nächstes Mal, wenn die nächste Folge kommt, werde ich hier schon ein bisschen weiter sein. Aber eben wirklich nur ein bisschen.
Aber die Stairs, also die Stufen, die können wir wegtun. Du kommst da rein. Gut, dann sage ich mal danke für das Zuschauen hier. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Kommentar oder einen Daumen sehr freuen. Und wenn du sowieso schon dahin unterwegs bist, kannst du auch gerne mal auf Abonnieren klicken. Kostet nichts und tut niemandem weh. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye und tschüss.